Schönen guten Morgen, wir stehen hier im Grünkohlfeld. Ihr seht ja auch die Netze. Die letzten Jahre müssen wir halt den Grünkohl immer einnetzen, wegen der Tauben. Ein großes Problem. Noch nicht mal der Fraß, sondern auch der Kot, den die Tauben hinterlassen würden. Deswegen bleibt das Netz auch drauf liegen. Und wir sehen, schön sauber, schön gewachsen. Der erste Frost war heute Morgen. Das heißt, der Grünkohl ist jetzt auch essreif. Der braucht nicht unbedingt Frost, der braucht eigentlich nur eine kältere Phase, damit sich die Stärke in Zucker umwandelt. Das heißt, geht von der vegetativen Phase in die generative Phase über. Und dann verändert sich der Stoffwechselprozess im Grünkohl. Und deswegen gibt es den halt auch nur im Winter, dann ist er etwas süßer. Im Sommer wird er zu bitter. Und ja, wenn der Grünkohl anfängt, haben wir schon ein bisschen Winter. Und den gibt es jetzt bei uns bis Februar, März. Ja, und jeden Tag im Hofladen, fertig. Die Schnitten schon im 400 Gramm Beutelchen oder im ganzen Strunk. Ne? Sehr schöne Blätter dieses Jahr. Schön fest, schön sauber. Bin zufrieden.